Alter, was war gestern? Vorgestern? Irgendwann? Ey, meine Lunge ist total im Eimer. Was geht denn da ab? Ich ein Schädel. Hallo Leute! Hallo! Hi! In 70 Stunden Abi! Was? Wir haben doch Party! Stimmt, wir haben ja Party! Game Party! Hadi! Ah! Ah, ich muss jetzt pinkeln. Warte! Ich komm mit! Alles scheiße! Machen wir jetzt! Dass wir hart sind, wie eigentlich gestern steil gegangen. Ich weiß lecker nichts mehr. Arsch. Hey, also ich würde vorschlagen, wir fangen jetzt sofort an, Party zu suchen. Soll ich das sagen, ich Mann? Auf geht's, komm, wir suchen ihn. Wo sollen wir denn anfangen? Ja, wo finden wir die Streber? Die Streber? Die sind immer im Oberstufenraum. Party gesehen? Nein! Nein! Damn, hier war er nicht. Oh, kein Wunder, dass der wöchentlich gesperrt wird, echt. Ja, wir müssen jetzt mal. Deren.
Schaut ihn euch an! Da ist er! Paddy! Paddy! Monats! Einer perfekter und schöner als der andere. Das ist er. Hier, nehmen ihn mit. Also das Problem werden wir dann gleich nochmal überlegen. Yay, mein Schlafwagen von gestern. Hallo. Halt, Moment. Gestern, Bio bei Hildfeld? Mit Patrick? Richtig. Guten Morgen, meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich hoffe, ich stehe nicht vom Schlafwagen. Unser heutiges Thema ist die abdominale Retroaktion. Am besten zeige ich das hier nochmal an diesem Gehirn. Da kann man es wunderbar sehen. Ja, bitte? Ja, aber Herr Dehnfeld, ich glaube, das ist ein komplexes Auge. Yes, nein! Aber komplex ist es. Ich hatte ja den Vortrag eingeleitet, komplex. Vielleicht nehmen wir das hier. Das hier ist dann hier das überdimensionale Gehirn eines Untermenschen. So, das war gestern Nachmittag. Da hatten wir ihn. Was haben wir dann gemacht? Also, ich kann mich an gar nichts erinnern. Hey, ja? Hast du gestern Party gesehen? Scheiße! Party! Wie funktionieren Seifen? Kein Problem, guck, die haben ein unpolares Ende und ein polares. Dadurch können die Wasser und auch die Öle binden. Das ist eigentlich ganz einfach. Das ist so ein rundes Ding. Okay, danke! Oh ja, die Chemieklausur, die war super. Das ist aber 2 Wochen her. Das bringt uns gar nichts, verpiss dich. Ja. Oh, diese Brille. Okay, wir suchen weiter, komm. Hey, es ist kurz vor 12. Orakelzeit. Schneider. Für jede Sommersprosse gibt's eine Antwort. Okay. Die haben die Lehrer so verarscht hinter einer Leinwand und dann so als Schattenspiel. Die Lehrer richtig gut nachgesprochen, es war so witzig. Und jetzt gerade Sketch, oder? Guck mal, hat irgendjemand von euch den Paddy gesehen? Alter, ich dachte, ihr wollt gestern bei Jonas lernen. Stimmt. Also, ganz einfach. Wählen Sie die Ableitungsdefinition f von x ist gleich Klammer auf 1 plus Sinus x Klammer zu dem Quadrat. Ihr nehmt einfach die 2 vorne dran, habt dann 2 mal die Funktion noch stehen lassen, 1 plus Sinus x und dann noch mal Cosinus x, weil die Ableitung von Sinus ist Cosinus. Was? Was? Okay, langsam. Wir fangen langsam an. Die Wurzel von 4... Weg. Die Wurzel von 4 ist 2. Was? Hä? Ja, ich dachte 1. Also das verstehe ich. 4. So eine richtige Wurzel? Ja. So. Mama, auch eine Wurzel. Also Wurzel 4. Wow. Killer. Ist gleich 2. Oh, Paddy, komm. Können wir das nicht irgendwie anders machen, bitte? Klein bisschen mit mehr Spaß. Paddy, ich hätte eine Idee. Ja. Wir könnten es so machen. Dass wir im Abi, das war jetzt nicht nur meine Idee, möchte ich mal so anmerken, zusammensetzen und alle nebeneinander setzen. Ab und zu mal auf dein Blatt schauen. Im Abitur. Ganz ungetarnt. Jo, also abschreiben. Nein! Also, was nicht denkst du hier rein? Nur, dass du so ein bisschen. Ideen sammeln. Genau. Auf die Sprünge. Gruppenarbeit. Wir sind doch ein Team. Wir sind ein Team. Ja. Okay, ich verstehe schon. Teamwork. Ihr seid das Team und ich bin das Work, oder wie? Nein. Einfach alle zusammen. Du darfst natürlich auch mal bei uns gucken, was Wurzel 4 ist. Wissen wir ja nicht alle. Das können wir jetzt. Alles klar, also. Das wäre geklärt. Darauf stoßen wir an, würde ich sagen. Jetzt können wir zum lustigen Teil der Veranstaltung kommen. Alles klar? Auf geht's, Hunde. Auf Paddy! Jo, Mann.
Also wir waren gestern lernen, um was zu lernen. Ich habe hier keine Kleidermarken. Checkt mal eure Taschen. Ja, wir sind einfach mit dem Taxi gefahren. Wow, ein Shotglas. Bestimmt aus dem Shooters. Okay, wir sind mit dem Taxi ins Shooters gefahren. Danach Hager. Aber kommen wir auf Party in Muppet Bar? 15 Geld? Nee. Eric. Eric, was sagen wir diese Beweise? Mal sehen. Kleidermarke aus dem Agger. Taxischein, Shotglas und Muppet Bar. Eric, ich habe es befürchtet. Wir waren in der Stadt. Rein damit! Rein mit ihm!